Hallihallöchen und willkommen zurück zu City Skylines 2. Der Winter ist nun komplett da, alles ist weiß und zugeschneit und wir müssen mal gucken, wie wir am besten jetzt hier weiter vorankommen. Ich tue mich tatsächlich aktuell ein bisschen schwer mit dieser Stadt. Ah, ich habe teilweise das Bedürfnis, neu anzufangen. Weil mir vieles dann irgendwie doch nicht gefällt, wie es jetzt letztendlich geworden ist. Aber ich glaube, das liegt einfach auch an diesen Massen an Einfamilienhäusern. Und ja, in den Kommentaren wurde geschrieben, klar ist die Nachfrage an Häusern immer so hoch, weil du natürlich deine Stadt erweitern kannst und sollst, ne? Und wann ich sage, okay, es ist Schluss, es ist voll, das bleibt natürlich mir überlassen. Aber dann verstehe ich nicht, warum wir nicht dauerhaft dann ein Bedürfnis nach allen dreien haben, sondern immer nur nach der geringen Dichte. Ne, ich kann das ja verstehen, dass man Wohnsituationen nie komplett abdecken kann. Aber was halt mein Problem an dieser Stadt ist, oder ja, nicht nur an dieser Stadt, sondern generell am Spiel, ist, dass ich ja auch viele andere Wohngebiete hier ausgewiesen habe, ne? Mit anderer Dichte. Und da wird nicht gebaut. Also, dass das Spiel dann vielleicht irgendwann, okay, ja, Leute wollen geringe Dichte, ist aber nicht verfügbar, also bauen sie sich in die anderen Dichten. Und ziehen dann vielleicht irgendwann um, wenn es die Möglichkeit gibt, ne? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Aber das ist so ein bisschen mein Problem. Ich möchte, oder für mich ist das kein klassisches Stadtbild, dass hier überall nur diese popeligen Einfamilienhäuser sind. Sondern du hast doch immer vielleicht mal so eine Straße, da sind ein paar Einfamilienhäuser und dann sind hier überall wieder Mehrfamilienhäuser. Und seien es nur Häuser, wo 3, 4 Parteien drin wohnen. Aber so macht mich das ganz mürbe, ne? Das macht mich fertig. Ich würde gerne mehr Häuser bauen, mehr ausbauen, aber das will nicht so, wie ich das will. Ich hoffe, das wird irgendwann mal noch gepatcht. Oder irgendwie anderweitig möglich gemacht, dass, ja, dass wir da eine bessere Balance hinkriegen. Weil das ist mir einfach zu viel Einfamilie. Das ist nicht realistisch und das macht mich wahnsinnig. Gut, was mir aber aufgefallen ist, wenn ich jetzt so mal von hier gucke, hier haben wir uns sehr weit jetzt schon ausgebreitet, aber in die Richtung noch nicht. Da können wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie was hinbauen können. Hier haben wir unser Sozialamt. Können wir da noch was ausbauen oder warst du fertig? Ich glaube, da ist nichts zum Ausbauen, ne? Sonst hätten wir hier direkt schon diese Kacheln. Dann können wir da drumherum ja noch Häuser setzen. Was jetzt aber schon wieder das Problem ist, hier jetzt Einfamilienhäuser dran setzen, an so einer Hauptverkehrsstraße. Wisst ihr, was ich meine? Das funktioniert halt nicht. Das ist... Nee, will ich nicht. Boykottiere ich. Was wir aber machen könnten, wäre hier noch eine Straße durchzuziehen. Vielleicht von hier ausgehend. Die dann da dran connected. Warum nicht? Überlappende Objekte? Was ist denn hier im Weg? Das ist noch nicht der Anfang von der Brücke. Das müsste theoretisch gehen. Das Haus da oben, ja, das muss dann halt abgerissen werden. Hä, da hat das Spiel doch sonst nicht die Probleme mit. Okay, dann reiß ich es halt ab. Da habe ich auch nicht das Problem mit. So, tschüss. Du musst leider weg. Da muss eine Straße hin. So läuft das hier. Ja, jetzt geht's. Hä? Naja. Erstmal gerade. Und dann machen wir ab hier die Kurve. Was hast du denn jetzt noch für ein Problem hier? Die Bäume oder was?
Hier stört er sich ja auch nicht an den Bäumen. Was ist denn hier? Ach, ich sehe es. Guck mal, da ist so ein vorgefertigtes Gedönsens, Bumsens. Können wir das hier irgendwie in die Innenstadt stellen, so als Decoration? Hier, so an die Straße? Wunderschön, ne? Passt da doch super hin. So, wo war ich? Da wollte ich die Straße machen. Geht das bitte jetzt? Ist ja ein Krampf hier. So, jetzt geht's. Das war halt mitten da, ne? So. Wieso willst du dich denn auch abreißen? Das passt doch. Okay. Ganz ruhig. Wir flätten hier mal ein bisschen. Okay, ja gut, das ist jetzt hier... Oh. Natürlich semi-optimal. Ich wollte das hier so ein bisschen an die Straße anpassen. Wobei, wir können natürlich sagen, gut, man macht das hier oben gerade und da kommen halt noch Häuser drauf. Muss man da natürlich irgendwie so hinkriegen, dass das zu den anderen Seiten noch okay und gut aussieht. Zum Flussheld hin. Eine Steilklippe ist da jetzt nicht so das, was wir brauchen. So. Und dann kann man da oben noch eine schöne Straße hinsetzen. Vielleicht auch nur so eine kleine. Ach, jetzt beim Schnee sieht man natürlich diese Höhenlinie nicht. Das ist etwas belastend, aber das kriegen wir schon hin. So. Und dann da vielleicht noch eine gerade Straße runter. Und das hier war eine weiterführende Schule, ne? Eine große. Da könnten wir noch anbauen. Für mehr Kapazität. Und eine Bibliothek. Bietet Studenten mit ihrer großen Sammlung an Lehrbüchern bessere Chancen auf einen Schulabschluss. Ja, das gönnen wir den Leuten doch auch mal. Die könnten wir ja da dran setzen. Und die Straße noch weiterführen. Dann passt da vielleicht nämlich auch noch einen Parkplatz dran. Und das könnten wir hier mit connecten. Warum geht das nicht? Ach, weil das Schienen sind. Das ist gar keine Straße, das sind Gleise. Ja, dann, warte, dann machen wir, dann fahren wir hier wieder runter. Oh ja, hier. Können wir damit connecten. Dann haben wir da auch eine sinnvolle Verbindung mit der Straße, die da eh schon so komisch rausguckte. Nice. Sehr schön. Okay. Hier würde ich vielleicht einen Weg runter machen. Ah, ich hätte gerne die Höhenlinien. Kann ich mir die irgendwie so noch anzeigen lassen? Das wäre ganz praktisch. Ich glaube nicht, ne? Ich sehe gerade kein Zeichen dafür. Hm. Gerade, ob ich hier irgendwie was sehe. Transport, Finanzen, Stadtstatistik. Das ist auch alles nicht das, was ich gerade gerne hätte. Gut, dann müssen wir es halt irgendwie so probieren. So, ja, warte, Schlängellinie. Geht jetzt hier so die Serpentinen runter, ne? Ich weiß nicht, ob das so wird am Ende, wie ich mir das vorstelle. Aber das werden wir gleich sehen. Ist das zu eng oder was, die Kurve? Hang zu steil.
Dann machen wir das so. Kriegen das hin? Wartet. Ah, ja, so ist halt blöd, ne? Ja, ich sehe, das sieht ein bisschen sehr murksig aus. So, das Problem, dass wir jetzt gerade keine Höhenlinien hier haben, an denen wir uns orientieren könnten. Das sieht gut aus. So, und hier hört es dann irgendwie auf. Ja, Katastrophe. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier. Oh, ich will doch einfach nur da so einen schönen Weg runter haben. So serpentinenmäßig. Ja, dann machen wir so. Selbst hier ist. Ne, warte, das ging. Ja. Oder war auch. Sehr gut. Da wird nie im Leben jemand runtergehen wollen. Das ist ja Katastrophe. Entschuldigt, liebe Stadtbewohner. Ja, das Ende hier ist ein bisschen blöd. Wartet. Und wie lange man sich jetzt schon wieder in so einem Kack hier aufhält, ne? So weit runter wie möglich. Ja, oh mein Gott. Ja, das sieht hier wild aus, aber irgendwie hat's was, oder? Na gut. Nicht ganz so, aber wir können theoretisch hiermit das Ganze vielleicht so etwas ausbessern. Okay, aber die Stelle geht jetzt hier nicht mehr, ne, oder? Mit Glätten. Dass man sagt... Passt man da jetzt an? Jetzt ist da dieser Durchgang, ne? Hier den Berg so ein bisschen. Ach, mit Glätten geht's. Guck mal. Damit können wir das so ein bisschen anpassen, dass das vielleicht smoother aussieht. Ja, irgendwie finde ich das ganz cool hier mit den Wänden. Und dann haben wir hier so eine Brücke auch, so ein... Ja, das passt schon. Das ist nicht der beste Weg, aber es ist ein Weg. Wer den täglich laufen will, ne, der hat auch Spaß. Bin mal gespannt, ob da mal irgendwann jemand hochgeht oder nicht. Weil ich denke, ich nehme einfach die Straße hier. Das ist wesentlich einfacher. So, die Kante können wir auch mal etwas mehr glätten. Irgendwie hat's ja was. Muss ich ja schon sagen. So, und was wir jetzt nämlich dahin machen können, sind noch ein paar Wohnhäuser. Aber da würde ich hier so ein bisschen... individueller gucken, dass die da hinten nicht so eine ganz extreme Ecke reinhauen. Machen wir hier so kleinere hin. Die können wir dann wieder relativ normal machen. Ja gut, die hier sind jetzt natürlich irgendwie fail. Stopp. Ihr dürft mal wieder weg.
Und da könnten wir noch einen Weg durchziehen. Dass man sagt, gut, von hier geht auch noch ein Weg lang. An der Rückseite der Häuser halt. Die macht man nicht hier mit dem ganzen Raster ausrichten. So. Hier vielleicht noch durch. Na, um einfach hier nochmal so Variationen beim Weg zu haben. Ich hoffe, das hier wird jetzt abgerissen. Ansonsten mache ich es per Hand. So. Hier an diesen kleinen Weg jetzt Häuser zu setzen, das wäre natürlich noch schön. Aber da müsste ich da noch eine Straße reinsetzen. Aber so ist ja erstmal in Ordnung. Dann kommen da noch so ein paar Häuser hin an diese Flusskante. Hier haben wir jetzt auch noch bebaubares Gebiet. Da würde ich auch mal wieder so eine Fläche glätten. Und das da dann eventuell genau gleich halten. Vielleicht auch, wenn man jetzt sagt, man nimmt die Höhe, so ein bisschen treppenartig hier Häuser hinzieht. Immer das passt dann dahin. Und das hier wäre hier unten, wo wir ja eh schon mal geglättet haben. Hätte man da halt so treppenmäßig Abstufungen für noch ein paar Häuschen. So. Dann kommt jetzt eine Straße. Und die würde ich von hier ziehen. Oh. Oh. Und dann hier. Sieht vielleicht komisch aus, aber ich versuche das gleich schön zu machen. Moment. Oder baubar. Nutzbar. Und dann kann man hier vielleicht nochmal 2, 3 Häuser mit reinziehen, quetschen. So, jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt müssen wir das gut koordiniert machen. Also, hier kann auf jeden Fall Häuser hin, hier können Häuser hin. Die können auch dahin, ja, und dann würden die halt natürlich unten die Gegenkante bauen. Das wird jetzt halt spannend, ne? Ihr seid aber an der Straße. Das gefällt mir nicht so. Dann würde ich euch dahin... Okay, ich mache einfach mal. Wir lassen uns überraschen, wie das Stadtbild hier gleich aussieht. Ob das jetzt die reine Katastrophe wird oder ob das ganz okay ist. Sieht schon wild aus, ne? Muss ich sagen. Ich hätte hier oben an dieser Uni gerne noch einen Parkplatz. Du bist zu groß, du wirst noch größer sein, dann reicht der hier. Ja, das sieht wild aus. Wir lassen es erstmal so. Okay, die hier gefallen mir nicht. Da müssen wir vielleicht... Da müssen wir mal ran. Und sagen, okay, die dürfen dann höchstens so groß sein. Sorry. Aber das ist nicht schön, was ihr hier macht. Machen wir da nur so kleine.
Ja, da ist ja wieder okay. Ich glaube, dann ist das Ganze ein bisschen entspannter. Hier genauso. Die Reihe mal weg. Das hätte ich doch ein bisschen manueller anpassen sollen. Naja, aus solchen Fehlern lernt man, ne? Gut, dann baut ihr euch da mal wunderschön neu auf. Ich kann hier die ganzen Hochhäuser wieder abreißen. Das ist ja ein Traum. Weil die Mieten zu teuer sind. Ja, dann zieht da doch nicht hin. Müsst ihr euch halt billige Wohnorte suchen. Ja, hier helfe ich mal nach. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Ja, guckt mal. Schön. Das sieht aus wie so ein richtiges schönes Treppending. Und was wir jetzt in diese Lücken hier machen können, erstmal könnten wir das ein bisschen glätten. Gut, das geht nicht so ganz so bezaubernd, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da könnten wir, das hier ist auch noch sehr wild. Da könnten wir aber Bäume hinsetzen. Vegetation. Ist das europäisch oder nordamerikanisch? So, die wachsen da natürlich jetzt sehr toll. Achso, da kommen ja auch noch Häuser hin, ne? So, dann machen wir da noch ein paar Fichten hin, wenn die denn wollen. Und natürlich ein paar Büsche. Büsche geht ja immer. Dann sieht der Hang halt, ne, bewachsen aus. Ja, hier, guck mal, dieser kleine Knupsi-Pups-Busch. Der geht ja gut. Der sprenkelt sich da überall zwischen. Hehe. So. Wunderbärchen, haben wir noch irgendwas Schönes? Eichen. Kriegen wir da noch Eichen zwischen, so die ein oder andere? Ich bezweifle es gerade. Pinselstärke. Hier, los! Gib mir Eichen. Ich glaube, für Eichen ist das Ding hier durch. Oh, da passen noch ein paar Eichen hin. So. Okay. Dann haben wir da schon mal noch ein bisschen mehr Stadt erweitert. Das ist ganz gut. Ist hier Stau? Das ist der Taxistand, ne? Aber warum fahren die Taxis nicht? Ist hier ein Problem gerade, ne? Ja, die Straße jetzt groß erweitern kann ich aber, glaube ich, auch nicht. Ja, die nutzen jetzt alle die Straße. Hier ist es komplett dicht. Guckt euch das mal an. Ach du Heilige. Das liegt jetzt echt nur an den Taxiständen, oder? Weil sonst müsste ich die einmal versetzen. Aber die wären da halt so schön gewesen, ne? Am Bahnhof hier. Aber so ist das ja Katastrophe. Kann ich hier irgendwie was anders machen? Warum geht es nicht weiter? Weil du hier wahrscheinlich rein willst. Wie lösen wir denn das Problem jetzt mal? Kann ich hier ein Stoppschilder machen? Aha, guck mal, da tut sich was. Oh Gott. Die wenden da die Taxen. Taxis, Taxen. Stoppschild hat auch irgendwie nichts gebracht, ne? Ampel. Ja, das hier ist halt das Problem. Wenn ich jetzt sage,
Hier darf man nicht abbiegen. Ihr müsst halt nach geradeaus. Ich glaube, meine Taxistände sind hier echt das Problem, ne? Weil die hier wenden wollen. Ach du Kacke, nee, ihr könnt hier nicht wenden. Okay, das ist eine sehr große Fehlkalkulation. Oh, das ist ein Tatum. Man staut sich ja durch die ganze Stadt. Wo könnte ich denn die Taxistände dann hinmachen? Hier? Wäre das ein besserer Ort? Ach du Heilige, das ist alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dahin? Aber die Polizei kommt ja auch nicht durch. So, ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt behebt oder nur schlimmer macht. Und ich würde hier auf jeden Fall mal ein Nicht-Parken hinmachen. Ach, haben wir gar nicht, ne? Aber wenn ich so mache, dann können die da nicht parken. Naja. Okay. Wir müssen das mal beobachten, ob sich das hier ein bisschen aufklärt. Aktuell ist es noch die reine Katastrophe. Wobei ich glaube, so langsam... Was macht der denn da auch? Nee. Nee, warte. Das müssen wir mal auch klären. Nee. Abbiegen verboten. Hier geht es nur geradeaus. Weil genau aus solchen Gründen kommen halt auch solche Sachen zustande. Ich hoffe, dass das jetzt langsam besser wird. Wir müssen diese Ecke ja mal beobachten. Das ist ja Katastrophe. Gut. Aber ich würde mal sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich mache mir mal noch Gedanken, wie wir hier mit der Stadt weiter fortfahren, wie ich weiter fortfahren möchte. Wie gesagt, ich habe ja meine Bedenken geäußert, zwecks der Gebäudesituation. Macht mich nicht ganz so happy. Finde ich schade. Und irgendwie fühlt sich auch noch nicht hier so die... Großstadt, wir haben nicht viel Platz, ne? Hier ist auch schon direkt die Strichellinie. Das ist weniger Platz als das, was wir da haben. Das hätten wir vielleicht dann anders angehen sollen. Also, wie gesagt, ich mache mir mal Gedanken, ob wir vielleicht nochmal eine neue Stadt anfangen, nochmal anders durchstarten, ein bisschen vielleicht auch geplanter oder noch geplanter und vorbereiteter. Happy bin ich mit dem noch nicht. Ist, wie es ist. Ich wünsche euch jetzt dennoch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!